Sie recht herzlich zur heutigen ZIP2-Ausgabe begrüßen. Mein Name ist der Armin Thunfrau. Heute sind wir live aus unserem neuen Weißdesign-Studio. Und mein Name ist Marike Bauer. Die Firma, die heute bei uns zu Gast ist, hat ihren Ursprung 1907, als Paula Norroth in Wien das erste Hörcenter eröffnete. Heute haben wir die vierte Generation der Familie bei uns zu Gast. Und damit darf ich recht herzlich begrüßen Herrn Lukas Schinko, den Vorsitzenden der Firma Neuroth und seine Mitarbeiterin Helena L. Guten Tag. Herr Schinko, worum geht es eigentlich bei Ihrer Arbeit? Können Sie uns das denn genauer erläutern? Natürlich. Im Oktober 2011 übernahm ich die Leitung der Firma. Wir sind in 9 europäischen Ländern vertreten. Wir stellen Otoplastiken und Hörschutz her. Helena, in welchem Bereich der Firma sind Sie denn eigentlich tätig? Also ich bin Laborleiterin, ich kontrolliere die einzelnen Arbeitsschritte unserer Mitarbeiter und ich helfe bei der Entwicklung von Otoplastiken und Lärmdämpfern für verschiedene Situationen. Die Branche der Hörgeräte ist ja klein. Ist der Beruf denn wirklich zukunftssicher? Ja, sehr, weil die Anzahl der Personen, die ein Hörgerät brauchen, ständig steigt. Wie man hier schon sehen kann, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten von Gehörschutz. Helena, könnten Sie uns da über ein oder zwei Arten ein bisschen mehr erzählen? Gerne. Da gibt es zum Beispiel den Aquascope. Weil wenn beim Schwimmen das Wasser dauerhaft zu tief ins Ohr gelangt, kann man leider Ohrenschmerzen und Entzündungen bekommen. Der Aquascope hilft dagegen. Er ist aber auch nur einer von vielen Lärmdämpfern, die wir herstellen. Hier oben sehen Sie den Aquascope und noch viele andere. Die restlichen finden Sie auf unserer Firmenhomepage. Bei Recherchen haben wir herausgefunden, dass Neurotalk eine eigene Optikabteilung hat. Wie kam es dazu? Inspiriert wurden wir durch die Hörbrille, welches uns erlaubt, klar zu sehen und auch gut zu hören. Denn Hören und Sehen gehört für uns bei Neurot einfach zusammen. Ihr Slogan lautet doch, besser hören, besser leben. Was genau wollen Sie mit diesen Worten denn ausdrücken? Hören gehört einfach zum Leben. Ein Leben ohne den Gehörsinn wäre für uns Menschen undenkbar. Wir bei Neurot wollen den Menschen helfen, den Gehörsinn nicht mehr so gut funktioniert, im Alltag trotzdem bestens klarzukommen. Neurot beschäftigt sich ja vor allem mit Ohren. Und damit auch Sie, liebe Zuschauer, genau verstehen, was ein Ohr eigentlich macht, haben wir hier ein Modell. Beim Erzeugen von Schallwellen gelangen diese durch den Gehörgang zum Trommelfell. Beim Trommelfell werden diese Schallwellen dann in Vibrationen umgewandelt. Durch die drei kleinsten Knochen im gesamten Körper, Hammer, Amboss und hier der Schaltbügel, werden diese Vibrationen weitergeleitet ins Innenohr, genauer gesagt in die Schnecke. Dort wird der mechanische Reiz in den sogenannten bioelektrischen Impuls umgewandelt, der durch die Nervenbahn in das Gehirn gelangt. Und das nehmen wir dann als Ton wahr. Wie genau funktioniert eigentlich ein Gehörschutz und was bewirkt dieser? Dazu haben wir ein Experiment vorbereitet. Mit dieser Trommel erzeuge ich Schallwellen. Mit der zweiten Trommel fängt diese Schallwellen auf. Sie haben gesehen, der Ball hat stark ausgeschlagen. Wir bei Neurot wollen aber, dass dieser Ball nicht so stark ausschlägt und denken deswegen den Schall. Können Sie bitte diese Folie anschauen? Sie haben gesehen, der Ball hat nicht so stark ausgeschlagen wie normal. So ungefähr funktioniert der Hörschutz. Ja, damit ist unser Interview schon zu Ende. Wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Auf Wiedersehen. Und wir danken natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauer. Weitere Informationen über Neuro finden Sie im Teletext auf Seite 325. Und nun zum Wetter.